herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So, das liegt hier, das liegt hier. Ich fahre drüber in den Hof bei uns, hol mal wieder unseren 946 aus der Werkstatt. Der geht nach Landstuhl in der Heliport bei der Amis. Bei die Amis, nicht bei der Amis. Dann fahre ich von da aus mit meinem Kollegen nach Ralingen wieder an die Grenze Luxemburg. Da ist der 946 aus dem Ipermietpark fertig. Der geht zurück nach Landstuhl. Dann fahre ich wieder hoch in den Heliport und lade unseren KMC. Der geht dann wieder zurück hier in die Werkstatt. So ist immer der Plan. Wird der Tag auch schon ziemlich gelaufen sein, denke ich. Mit Bagger geladen, gibt noch eine kleine Planänderung, eine klitzekleine. Wenn ich jetzt den Landstuhl leer habe, im Heliport oben, gerade gespaut, und dann nehme ich den KMC gleich mit zurück, weil macht ja keinen Sinn, dass ich dann später nochmal da reinfahre, wenn ich schon da bin. Luxemburg sollte auch noch klappen heute. Der Bagger von der Grenze Luxemburg geht ja nach Landstuhl. Da könnte ich eventuell gleich den 934 für Stuttgart, der eigentlich heute gefahren werden sollte. Steht auch schon hier.
So. Was ich das schon mal erwähnt habe, ich muss rückwärts drauf fahren, weil ja an der Bagger der Arm fehlt. Wenn der vorwärts, wenn der vorwärts drauf fährt, ja, und dann steht er irgendwann so quasi in der Luft, weil halt das Gewicht vom Arm vorne fehlt. Deshalb haben wir hier rückwärts drauf. Besser ist das. Wir sind hier gerade in Rahlingen. Ich habe heute Verstärkung dabei. Meine Chefin. Jetzt gerade mal hin an der Baustelle gucken. Wurde schon angerufen, wann ich dann endlich da bin, um den Bagger zu holen. Und jetzt war ich mal hin und gucken. Mein Bagger steht in Dreck und Speck da. Die Jungs würden gerne Feierabend machen. Entweder helfen sie. Je mehr Leute helfen, umso schneller ist der Bagger sauber. Oder ich mache es alleine. Und dann warten sie. Dann warten sie so lange, bis ich halt soweit bin. Rain. Oder filmst du nur das Ding? Geh nachher, ich filme euch nicht. Hexens von hinten. Das ist doch schlimm. Hat er drauf.
ist die Schaufelliste.
schnell den Akku tauschen. Er ist ganz schlank. Kannst du gehen. Aber stinkt die Sau. Halt dich zu warm. Hast du Fatz gelost? Hä? Hast du Fatz gelost? Nee, das ist mein natürliches Aroma. Aha. Fatz gelost? Da stinkt nur Diesel. Diesel mit dem Scheiß Brücher, den ich riecht doch so geil. Nein. Kann ich mir das mal geben? Bitte sehr. Schneide ich das Gelabere wieder raus, da eben. Akku schon getauscht. Perfekt. Gut. Ja. Kamera in eigentlich. Gut. So heißt die Folge. Kamera-Kind-Heike. Unterwegs die Kamera-Kind-Heike. So. Der Stiefel aber. So. Sicherheitsschuh. Das tut mit Sicherheit weh. Hat er nicht alle Weih? Wo ist der alle Weih? Zählt an, ne? Hat er wirklich gesagt zu mir? Du bist doch bestimmt auch schon 54, 56, oder? Boah! Ach ja, was? Alter Sack. Ey, oder? Ich hoffe nicht. Ja, normal bist du. Das war frech. Das war hart. Das war hart. Das hat mich wieder auf der Boden der Tatsache gegeben. Ganz hart. 36, ey. Jetzt haben wir dann 16:45 Uhr. Wir sind gleich in Landstuhl. Die Jungs warten noch. Die sind so freundlich. Ich muss das ja mal lobenswert erwähnen. Wir haben dann an diesem Abend noch in Landstuhl abgeladen, den
R46 runter und einen R934, der nach Stuttgart an die Bahntrasse von Stuttgart 21 in der Nähe vom Flughafen. Den habe ich dann noch geladen und der ging dann am nächsten Morgen, habe ich den dann dahin gebracht. Aber das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Habt Spaß und haut rein. Vielen Dank für alles. Ciao.